Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir, und zwar dieses Mal wieder aus dem LS19 Südhammer-Projekt. Einen wunderschönen Mittag und schön. Jo, in der letzten Folge sind wir ja beim Ernten der Zuckerrüben und Kartoffeln stehen geblieben. Den habe ich jetzt dabei wieder ausgeklärt. Jetzt ist der wieder voll und jetzt würde ich sagen, probieren wir das wieder mal ausleihen. Und dann würde ich sagen, kaufen wir uns einen neuen Traktor, weil wir brauchen noch dort an. Für die Abfahrt. Jo, aber jetzt gehen wir zuerst einmal das ausleihen. Dann fahren wir das jetzt einmal ins Lager. Ich hoffe, es hat euch die letzte Folge gefallen und vielen, vielen lieben Dank für euren netten Support und am letzten Video. Es freut mich, dass ihr euch gefällt. Und vielen lieben Dank für eure netten Kommentare unter dem Video. Es ist jetzt einfach eine krasse Community. Vielen, vielen lieben Dank. So, dann lernen wir das jetzt einmal aus. Wie viel Zuckerrüben haben wir jetzt schon? 33.000, ja. Fixt, jetzt müssen wir wieder alle Bälle ausgehen zugleich, und das geht halt nicht, wenn man mit einem Traktor kriegt ist. Deswegen würde ich sagen, gehen wir uns jetzt dann noch einen zweiten Karten. Okay, das hat kurz noch keine Kollision. Und dann schauen wir weiter, was wir noch so zu machen haben. Dann müssen wir bei den Tieren wieder schauen. Aber jetzt kümmern wir erst einmal um die Abfahrt vom Pack, wo sie gerade ernten. So, schauen wir mal. So, ja, der tut nicht so schön abernten, aber das machen wir dann schön selber. Sonst wird er was wie nichts. Jetzt auch nicht, damit ich falsch hergefahren bin. Mann. So. Mann, pass auf. Lenk du. Eieiei. Profi ist nicht wieder von der. Mach du das einmal mit. Schau mal dabei, was es so gibt. Mir wird es ja reizen, einmal so ein Ding holen. 136 PS. Gebraucht natürlich. Frontlader brauche ich, glaube ich, keinen. Na, bitte nicht. Shut up. No. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, was ich für Farbe. Das können wir ja sonst nochmal ändern. Aber ich schwank zwischen Blau und. Was ist? Damit den wollen wir nicht auf. Das ist schon cool. Boah, das ist eigentlich schlecht. Ja, nehmen wir einen grün, komm. Na. Dann wenigstens in schwarz. Ja, das schaut geil aus. Ja, das passt. Frontlader. Nehmen wir halt einmal einen mit. Würde ich sagen, kaufen wir uns den. 136 PS. Passt. So. Jetzt ist er schon wieder zum Ende. Sag nicht, damit er weiterkommt. Oder? Na. Ja, knapp 6000 sind da in der Ernte drin. Aber das ist ja eine Reihe und dann ist er schon voll. Lass mal den nochmal da abtanken. So, wow, cool. Ist schon ein cooles Gefährt. Ah, schon cool. Ah, da haben wir wieder eine gute Entscheidung getroffen. Das ist übrigens aus dem Alpine DLC, der das nicht kennt. Ich packe euch einmal den Link zum DLC in die Infobox. Dann könnt ihr euch das ja mal holen, kostet 19 Euro. Ja, muss jeder für sich entscheiden. Okay.
Schreibt gerne mal eure Meinung zu dem Gefährt in die Kommentare. Nein, da kann man keinen stärkeren Motor auswählen, 136 PS. Auftanken müssen wir noch. Bremsen tut aber ganz schön schnell. So. Jetzt will ich kurz auf Vorderachslenkung machen, weil die Radlenkung auf der Straße ist nicht so. Und ja, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt einmal den zweiten Hänger holen, was wir in der Garage haben. Und ja, dann schauen wir weiter, was wir noch so zu machen. Weil ich finde den schon krass. Bremsen tut er ganz direkt. Und ja, ist ein bisschen anders fahren, wie sonst. Jetzt will ich mal schauen, wo der Hänger einsteht. Nö. Ich glaube, der steht da hinten. Da, genau. Licht passt da. Jetzt haben wir rumgegangen. Jetzt ist, glaube ich, eure Radlenkung wieder. Passt. Eure Radlenkung ist doch ein bisschen besser. Und dann passt das. Jetzt gehen wir das mal ab. Dann kommt da den Kollege da mit den Kartoffeln. Ich weiß ja nicht, was der Kollege wieder macht, aber naja. Das ist auch so ein Fahrer wie der andere. Hallo, bitte einmal. Lass mal den einmal stehen und schauen wir mal, was der Kollege da kommt. Ja, wird schon passen. Jetzt kümmern wir uns weiter um den anderen da. Ja, ich stehe ja da, was ist mit dir? Ja, Herr Kollege, werden Sie warten vielleicht? Nein. So, jetzt aber an die zwei. Jetzt bei dem da dabei hintersteuern. So, dann schauen wir mal, wie viel PS hat denn der Kollege eigentlich? Der Kollege hat 140 und der andere hat 136. Ja, 4 PS weniger, aber naja. Was der Fendt hat, dann nur 138. Am meisten hat der John Deere, ja, der LKW natürlich, 510 PS. Ja. So, dann schauen wir mal weiter. Dann schauen wir mal bei den Tieren vorbei, was die so tun. Ja, was? Was sagen die? Ja, die bauen eigentlich nichts. Außer dann. Achso, das ist eh voll, das macht auch nichts. Was heißt auch voll? Ja, dann würde ich sagen, passt das da bei den Tieren. Dann schauen wir nochmal kurz da unten vorbei. Wo ist denn der jetzt unterwegs, der Herr Kollege? Ah, der ist schon da unten. Der macht das vorgewendet zuerst einmal. Ich weiß noch nicht, warum der so kompliziert fährt, wenn du eh schon fertig bist. Aber lass mal ihn einmal. Das dauert ja noch länger. Jo, das wird noch einige Folgen dauern. Das ist auch alles voll. Der wird wahrscheinlich gleich auch voll sein. Und dann schauen wir kurz noch einmal. Und dann ist eh die Folge auch schon wieder gleich zu Ende. Sein, damit du eigentlich in den Kreis fährst.
Jo, dann passt das so. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, es hat euch die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gern ein Like da, schreibt einen netten Kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, ciao.